Ja, ich heiße Bele Lemeker, bin hier in Kassel geboren und bin 21 Jahre alt. Ich bin hier in der Ausbildung tätig bei Volkswagen in Baunatal als Gießereimechaniker und studiere nebenbei Maschinenbau hier an der Universität Kassel. Ich war früher sehr faul während meiner Schulzeit, aber die Faulheit kann ich mir jetzt nicht mehr leisten, dadurch, dass ich jetzt eine Ausbildung mache, nebenbei studiere. Zudem bin ich in meiner Freizeit ehrenamtlich als Ausländerbeiratsmitglied tätig. Und ja, da kann man sich nicht so viel an Faulheit leisten. Da hat man ein enges Zeitmanagement und muss sehr viele Aufgaben in sehr kurzer Zeit erledigen. Zu meiner Person: Ich bin sehr ehrlich, aufrichtig und hasse es, wenn mich jemand anlügt. Freizeitlich bin ich draußen sehr aktiv. Ich bin sehr oft mit Freunden draußen. Ab und zu rauchen wir eine Wasserpfeife, wenn wir mal zusammen draußen sind. Dann spiele ich noch Fußball und gehe ins Fitnessstudio. Hier in Kassel ist es etwas sehr Besonderes. Und zwar gibt es den Begriff Kassler, Kasselaner und Kasselener. Das gibt es nur in Kassel. Kassler sind die normalen Einwohner. Kasselaner sind die Einwohner, die hier in Kassel geboren sind. Und Kasselener wären dann meine Kinder sozusagen, die erste Generation nach mir. Und ich bin Kasselaner, da ich hier geboren bin. Meine Eltern sind Kassler, diese sind hier nicht geboren. Die sind in der Türkei geboren, weshalb ich ja auch einen türkischen Hintergrund habe. Und zwar ist mein Vater mit 20 Jahren hier rüber ausgewandert, weil die Arbeitsbedingungen damals nicht so gut waren in der Türkei. Wir hier haben hier in Kassel als erste Stadt den Ausländerbeirat eingeführt. Das war ich jetzt natürlich nicht, aber das war vor 50 Jahren oder so. Und ich bin das erste Mal im Ausländerbeirat drinne, weil ich mich politisch sehr engagiere. Vorher war es immer online auf Facebook, bei Diskussionsrunden oder etc. Und das habe ich jetzt versucht auszuweiten und möchte den migrantisch hintergründigen Mitbewohnern hier in Kassel ein Stück weit unter die Arme greifen und versuchen, besser mit Problemen umzugehen, die jetzt ein deutscher Einwohner hier in der Stadt Kassel nicht hätte. Und zwar wäre das sowas wie die Anerkennung des Studiums hier in Deutschland oder die Unterstützung bei einer Wohnungssuche oder bei der Miete, dass man da sozusagen diese Hilfen bekommt und ich versuche dann, sie an die richtige Beratungsstelle zu führen oder selber zu helfen, indem ich ihnen zeige, wie ich meine Probleme gelöst habe. Es wohnen ja hier in Kassel 32.000 migrantisch hintergründige Mitbewohner von 200.000. Von den 32.000 migrantisch hintergründigen Mitbewohnern ist die größte Anzahl türkischstämmig, sind ungefähr 7.000. Und danach kommen bulgarisch hintergründige, das sind dann 2.000 Einwohner, dann syrische 1.400 und es geht so weiter mit italienisch, ukrainisch, griechisch, russisch hintergründigen Mitbewohnern. Mittlerweile sieht man einen sehr guten Umschwung bei den Mitbürgern hier in Kassel, aber auch in ganz Deutschland. Früher war es nicht so. Früher weiß ich noch von meinem Vater, wie er alles erzählt hat, wie der Umgang mit denen war. Das war halt nicht so schön. Ich habe während meiner Kindheit ein bisschen davon mitbekommen, aber mittlerweile ist das nicht mehr so. Damals habe ich schon in der Grundschule ein, zwei Noten schlechter bekommen, obwohl ich dasselbe aufgeschrieben hatte wie meine Mitschüler. Aber mittlerweile passiert mir das nicht mehr. Das ist auch gut so. Denn sehr viele Leute sind toleranter, offener gegenüber anderen Kulturen. Und multikulturell zu leben, heißt ja, dass man mit mehreren Kulturen in einer Gesellschaft lebt. Und das kann man auch nur schaffen, wenn beide Seiten
offen füreinander sind. Und Integration sozusagen schaffen. Integration ist ja, dass man nicht die andere Kultur aufnimmt, sondern dass man seine eigene Kultur mit in die Gesellschaft einbringt und daraus sich eine neue bildet, die aus beiden Kulturen besteht. Meine Eltern sind türkisch hintergründig, das heißt, mein Vater und meine Mutter sind damals hier rübergewandert. Bei meiner Mutter war es so, dass mein Opa, also ihr Vater, hier rübergewandert ist zum Arbeiten und hat dann seine Familie im Nachhinein mitgenommen. Damals war sie 8 oder 10 Jahre alt und mein Vater ist mit 20 rübergekommen. Von der Türkei aus nach Deutschland ist er eingewandert, weil die Arbeitsbedingungen damals in der Türkei nicht so schön waren. Trotzdem hat er 2 Ausbildungsstellen abgeschlossen und immer für uns gut gesorgt. Also auch wenn mich jemand nach einem Vorbild fragt, das ist mein Vater definitiv. Ich bin hier in Deutschland geboren, hier in Kassel und bin in 2 Kulturen aufgewachsen. Und zwar der türkischen und der deutschen. Wenn man mich fragt, zu welcher Kultur ich mich angezogen fühle, wo ich einen Schwerpunkt legen muss, kann ich leider nicht machen. Ich bin hier in Deutschland geboren, aber meine Eltern sind türkischstämmig. Und im Urlaub, wenn wir dann in die Türkei fliegen, ist es dann so, dass ich dort als Deutscher gelte und hier als Türke. Deshalb ist es ein bisschen schwer, mich auf eine Kultur festzulegen. Das möchte ich aber auch nicht machen. Deshalb picke ich mir dann die guten Seiten beider Kulturen raus und bilde dann dadurch meine eigene Kultur. Das heißt, eine Zusammensetzung aus beiden Kulturen. Also fühle ich mich zu beiden gleich stark hingezogen. Beide haben ihre Vorteile. Dadurch, dass man in 2 Kulturen aufgewachsen ist, erkennt man aber auch, wie man damit umzugehen hat, wie man mit einigen kulturellen Fragen umzugehen hat. Und zwar kann man eine Person sehr leicht beleidigen, wenn er einer anderen Kultur angehört. Wenn man zum Beispiel nach etwas gefragt wird, ob man es haben möchte, dass man aus Höflichkeit einfach Ja sagt, statt die Person, den Gastgeber oder sonst wen auch zu beleidigen. Und da ist man halt viel offener. Das ist ein sehr großer Vorteil, dadurch, dass ich in 2 Kulturen aufgewachsen bin. Zu Hause ist es eigentlich egal, in welcher Sprache wir reden. Also da ich jetzt die deutsche und die türkische Sprache beherrsche, genauso wie meine Eltern, rede ich im Mischmasch. Sie reden manchmal auf Türkisch, ich antworte auf Deutsch. Wenn ich auf Deutsch rede, antworten Sie auf Türkisch. Oder genau andersrum, wenn Sie auf Deutsch etwas fragen, antworte ich manchmal Türkisch. Das passiert manchmal einfach ohne Absicht. Das Problem ist, da wir nicht nur mit einer Sprache aufgewachsen sind, sondern mit 2, mussten wir 2 Vokabeln sozusagen gleichzeitig lernen als Kinder. Das hat sehr viele Vorteile, hat aber auch Nachteile. Vorteil ist es, dass man 2 Sprachen kann, ja. Ein Nachteil ist es aber, dass man beide Sprachen nicht perfekt beherrscht. Was heißt perfekt? In einem hohen Niveau beherrscht. Dadurch kenne ich sehr viele Jugendliche, die auch zweisprachig aufgewachsen sind, die beide Sprachen nur holprig beherrschen. Das ist ein sehr großer Nachteil. Bei mir ist es noch ein bisschen ausgewogener und etwas ausgebreiteter, weil ich damals schon als Kind hat meine Tante mit mir auf Deutsch immer geredet, damit ich die deutsche Sprache besser beherrsche. Und da merke ich einen Unterschied zu meinen Cousins und Cousinen, mit denen sie, als sie klein waren, eher auf Türkisch geredet hat, weil der Unterschied zwischen unseren Sprachniveaus in der deutschen Sprache ist deutlich zu erkennen. Und meiner Meinung nach liegt da der Unterschied, wieso mein Deutsch da sehr viel besser ist. Ich bin einer, der sich Ziele nur temporär setzt, also zeitlich begrenzt. Weil meiner Meinung nach ist es so, wenn man sich Ziele setzt, setzt man eine Grenze, bis wohin man kommen möchte, und weiter darüber hinaus
möchte man dann nichts mehr, weil man dieses Ziel erreicht hat. So, finde ich, grenzt man sich selber ein. Deshalb setze ich mir Ziele nur zeitlich begrenzt. Das heißt, ich möchte jetzt in 1,5 Jahren meine Ausbildung sehr gut abschließen. Als Ziel für nach 3 Jahren habe ich mir meinen Bachelor gesetzt. Aber einen Traum habe ich natürlich. Und zwar ist das eine Weltreise. Also ich bin einer, der wirklich sehr gerne neue Städte entdeckt, sehr gerne draußen ist, sehr gerne reist und auch den Kontakt mit neuen Menschen sucht. Und deshalb möchte ich auf jeden Fall eine Weltreise machen und mal die ganze Welt erkunden. Das ist ein Traum von mir. Thank you.